So, es hat sich ergeben, Samuel, du bist noch nicht fertig. Bei mir ist der Sven Kerber, ist auch fürs Produktmarketing da, auch unser Ansprechpartner, auch wahrscheinlich für alle Influencer und Co. Genau. Ihr habt was Neues, und zwar haben manche andere Firmen schon, aber bei euch ist es neu, er macht auch ICP-Analysen. Genau, wir haben jetzt auch unseren ICP-Test. Ja. Ja, der ist ja, heute kommt man ja ohne die ICP gar nicht mehr drum herum. Das stimmt. Also, wir haben zwei verschiedene Wasseranalyse-Sets. Einmal mit Osmosewasser, einmal ohne Osmosewasser. Ansonsten, das Grundprinzip bleibt das gleiche. Okay. Wir schicken unsere Wasserprobe in ein Labor, es wird analysiert, wird auf einer Website ausgewiesen, kriegst einen Analysebericht. Okay. Auch personenbezogen, gleich automatisiert alles. Genau. System. Und der zweite Schritt ist natürlich wahrscheinlich, wenn die Werte nicht 100% im Limit sind, gibt es eine Information, was habe ich zu tun. Dann müssen wir natürlich Elemente nachdosieren. Da genau. Wir hier eine riesen Palette stehen mit allen möglichen Einzelelementen. Ja, das sieht man. Also so auch das, was man weiß, was man so braucht, von, wie gesagt, Mengenelementen, also Calcium, Magnesium, Carbonat, sind ja mehr so die großen, und dann geht es dann weiter in die, wie Mangan und so, da brauchst du natürlich nicht so viel, deswegen sind da die gering konzentrierten Spurenelemente, genau, das sind die kleineren Flaschen. Deswegen sind die auch ein bisschen kleiner und werden zugegeben. Macht ihr irgendwas anders wie die anderen? Genau, wir haben noch versucht, darauf noch ein zweites Konzept zu entwickeln. Ja. Und da würde ich den selber mal mit ins Boot holen. Ja. Der berichtet uns mal über unsere zweite Lösung. Kann ich gerne machen. Okay. Wie gesagt, wie Sven, oder wie man hier sieht, eine Menge Flaschen, jede Menge Einzelelemente, alles ziemlich komplex. Also ist natürlich, hat seine Berechtigung auf jeden Fall. Allerdings ist das Konzept, das wir uns überlegt haben, das Ganze ein bisschen weniger zu komplex zu gestalten und einfacher zu machen. Also viele von diesen Elementen haben bestimmte Funktionen, also Spurenmetalle sind Enzyme. Jedes Lebewesen braucht Enzyme. Die Enzyme haben oft im Inneren oder als Kern ein Spurenmetall als Zentralatom. Das heißt, das ist extrem wichtig. Werden oft in einer Ratio zueinander verbraucht. Das heißt, wenn Zink und Mangan, die anderen, die werden alle... Das weißt du anhand deiner Korallen? Ja, also da gibt es auch Studien zu, dass die in einer gewissen Ratio zueinander verbraucht werden. Auch die Halogene, wie jetzt Fluor, Jod, Brom etc., die auch für Immunabwehr relevant sind, für Korallen. Also das sind Gruppierungen, die im ähnlichen Maße verbraucht werden, in der Regel. Also es gibt natürlich immer Ausreißer, aber in der Regel werden die im ähnlichen Maße verbraucht. Das heißt, man kann die zusammenfassen. Dann haben wir fünf. So, wie ich kurz unterbrechen darf. Das ist ein ähnliches Konzept wie bei unserem All for Reef. Wollte ich gerade sagen. Wir wissen, Elemente verbrauchen sie, wir wissen Abhängigkeiten. Richtig. Und irgendwann kann es natürlich passieren, dann KH und KH, die nicht mehr zueinander stehen, da muss man manuell eingreifen. Und so macht er das jetzt mit mehreren Mengen in einer. Genau. Und was dann noch dazu kommt, ist, dass diese Spurenmetalle und Spurenelemente, die in ganz geringen Konzentrationen nur im Wasser sind, die sind sehr schwierig mit der ICP-OES zu messen. Da kommt man dann in den Grenzbereich, wo man eben mit der OES nicht mehr wirklich die Auflösung und Verlässlichkeit hat. Ja, kommt dann bei manchen Anbietern halt oft nicht detektierbar raus. Das heißt aber nicht, dass es nicht drin ist. Man kann es nur nicht mehr richtig erfassen. Genau. So, und diese Elementfamilien, die orientieren sich an einem Leitelement, das verlässlich gemessen werden kann. So, von jedem dieser Gruppen, da haben wir zum Beispiel Molybdän oder Jod, das sind Elemente, die können wir wirklich verlässlich messen. Das heißt, wenn dieses Element in einer zu geringen Konzentration vorliegt, können wir davon ausgehen, dass die anderen ebenfalls in einer geringeren Konzentration vorliegen und nachdosiert werden sollen. Das heißt, ich orientiere mich am Leitelement und gebe dann quasi die ganze Elementfamilie nach Anweisungen. Also kommt natürlich eine Recommendation, wie viel man zugeben muss auf das spezielle Becken, und dann das kann man ist das alles ausgleichen. Gut nachvollziehbar und auch eigentlich logisch. Ne? Gerade bei diesen sehr, sehr geringen Konzentrationen. Das gibt ja, ich bin gespannt, wann startet ihr damit? Ja, das wird so circa noch 2 bis 3 Monate dauern. Ja, so. Ich muss mal zu dir gehen, weil wir haben nur 2 Mikros, genau. Und wir sind zu dritt. Nicht, dass wir dann einen schlechten Ton rauskriegen. Ich spreche dir mal ein bisschen gegen die Brust. Also 2-3 Monate, also dann seid ihr so am Start. 2-3 Monate dauern, dann gut. Können wir die Produkte am Start, zumindest erstmal in Deutschland. Ja. Wir müssen natürlich dann international sehen. Brauchen wir verlässliche Partner in jedem Land, dass die Wasserproben auch zurückgehen. Ja, wir wissen ja auch, dass solche Maschinen über 6-stellig liegen. Ja. Je nach Ausstattung teilweise auch deutlich mehr. Genau. Also das ist halt auch mal ein Invest, das man dann
Kannst du jetzt in jedem Land wahrscheinlich so eine Maschine hinstellen. Können schon, aber ist halt teuer. Wird schwierig, aber auch die Interpretation der Ergebnisse muss ja geübt sein. Ja, und die Bedienung ist auch nicht ohne. Also das muss ja alles kalibriert werden. Dann muss ja echt, habt also ihr Spezialisten dafür dann, die das machen? Ja. Also Labormenschen, genau. Jetzt ohne despektierlich zu klingen. Also die sich halt mit sowas auskennen. Kompetente Leute auch. Ja, ja, wollte ich sagen. Also gelernte Laboranten sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja, Leute, das ist wie immer ein bisschen statisch, ohne, ganz ohne, spreche mich, ich kann es gleich weitermachen, ist immer ein bisschen statisch, ganz ohne Wasser, aber ich hoffe nicht minder langweilig. Was hast du noch? Genau, das sind die Blocks, von denen genau. Wir gerade gesprochen haben. Ja. Weil drüben gerade nämlich auch noch eine Beratung stattfindet. Ja. Also das sind unsere Block Solutions, wie der Sandy schon beschrieben hat. In dem jeweiligen Leitelement, in dem Fall ist es Strontium. Genau. Und dann hast du Barium mit drin. Genau. Bei dem ist es Eisen, die Block-Jod-Lösung zusammen mit Brom, Fluor und Selen. Also es ist ja erstaunlich. Ne? Es ist tatsächlich so, dass wir aus der Aquaristik heraus schon lange wissen, dass Jod ein unheimlich wichtiges Element ist. Ja. Und das schon so von den 2000er weg, schon Ende 90, 2000er. Alles andere kam erst durch die ECP. Ja. Also jetzt mal von den Mengen Calcium, Magnesium und so, ist alles so drumherum, ist alles durch ECP gekommen. Ja, genau, dann also, wird es enorm komplex alles und jetzt versuchen wir das Ganze wieder ja, macht auch Sinn. Also dekomplexieren. Es gibt ja nur auch Schränke, ne? Die machst du auf, das sind dann 25 Flaschen. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wieder. Ja, wie man hier sieht. Ja, und die, 25 Flaschen. Ja, aber so ist halt jetzt nochmal. Die Einzelelemente haben natürlich auch noch ihre Berechnung. Ne? Jedes Becken ist anders, das heißt, es kann auch mal vorkommen, dass ein Element, das nicht das Leitelement ist, zu niedrig ist, alles andere ist okay. Und dann kann man natürlich gezielt. Ich sehe ja so eine ECP auch nicht unbedingt als Sofortlöser, sondern der gibt dir einen Stand. Ja. Und dann versuchst du das auszugleichen. Da merkst du ja über die nächsten, Wie entwickelt sich mein Becken? Was habe ich jetzt wirklich an Verbrauch? Was ist vielleicht drüber? Vielleicht habe ich einfach nur statt 35 nur 33. Da kann die ganze Linie nicht stimmen. Ja. Also es ist ein Hilfsmittel. Das aber wichtig ist, finde ich, gerade was Korallen angeht, die sind ja halt empfindlich. Ne? Und du kannst diese, diese Kombilösung kannst du eben auch für die dauerhafte Supplementierung. Wenn dein Becken jetzt, jedes Becken ist anders, eins braucht mehr Halogene, dann kannst du eben diese Halogengruppe deiner normalen Spurenelement-Dosierung zufügen und hast generell ein bisschen mehr davon drin. Okay, muss halt über die Nachfolgemessung sehe ich ja dann beim nächsten, ob ich drüber bin oder ob eins noch drunter liegt. Wichtig ist die Kontinuität. Ja, richtig. Wenn ich im zweiten, dritten ECP immer noch feststelle, ich habe ein Defizit von dem einen Element, obwohl ich schon nachdosiert habe, kann ich es einfach in mein Versorgungssystem mit reinpacken. Ja, also die sind auf alle Fälle kompatibel mit All-For-Reef, mit Balling-Lösungen, mit so einem A- und K-Element. Dann könnte ich auch eine dauerhafte individuelle Lösung herstellen. Ja, super, alles klar. Ganz hervorragend. Also haben wir doch noch ein bisschen gequatscht, wie immer. Ich sehe gerade, Hans Werner ist jetzt auch da. Jetzt bist du zu spät. Guck mal. Hallo. Ja, vom Tropic Marine Stand, am Aqua United Stand, also das große Konglomerat. Ja, die Jungs sind immer sympathisch. Ich finde es absolut unterstützenswert und auch schön. Jetzt gibt es eine andere ICP, die auch ein bisschen weiter denkt als die normalen. Insofern, in 2 Monaten, guck mal rein, wir werden darüber berichten. Und bevor jetzt der Claudia die Finger abfallen, tschüss vom Stand und heute Abend gibt es hier Party. Macht's gut. Ciao. So Leute, wir hätten fast das Wichtigste vergessen. Ich habe es zwar schon geteilt und geliked, aber irgendwie geht es dann doch in so einer Messe auch unter. Guck mal hier drauf. Tropic Marine wird 60 Jahre dieses Jahr. 60 Jahre, das ist wirklich stolz. Und das ist auch wert, erwähnt zu werden. Und deswegen war ich jetzt ganz froh, dass du gesagt hast, nee, du kommst noch nicht davon. Du hast nochmal was du mir unbedingt zeigen willst. Und das ist das Produkt zu meiner Linken, Cyocontrol. Ja, Cyocontrol, das ist ein Produkt, um Cyanobakterien zu verdrängen eigentlich. Das heißt, man muss dann schon aktiv werden. Man muss die Selbstabsaugung erstmal und so gut wie möglich entfernen, abbürsten eventuell und herausfiltern. Und dann tut man das Cyocontrol dosieren. Und das sind Bakterien gebunden an ein Zeolithmineral. Ja. Und dieses Zeolithmineral sät praktisch die Bakterien auf den Substraten im Aquarium aus. Also du verdrängst die vorherrschende Art mit einer anderen Bakterien, die man da wirklich aktiv ansät und ansiedelt. Ja. Und so, ich finde, das ist Cyanos und auch Fadenalgenbryopsis sind ja so die beiden größeren Ärgernisse des Aquarianers. Genau. Keiner hat gerne diese roten oder grünen Belege im Becken.
genauso wenig wie natürlich diese blöden Faden eigen. Und nicht für alles gibt es Tiere. Ja, und insofern muss man nachhelfen. Und ich finde es einen guten Ansatz. Ja. Ist auch, muss man sagen, in den letzten Jahren so, dass durch ECPs oder durch Ergebnisse man einfach mehr weiß und dadurch auch solche Probleme dann beseitigen kann. Es gibt nichts Schlimmeres wie ein Aquarianer, der entnervt aufhört. Ja, das ist richtig, ja, natürlich. Das ist immer ein Verlust für das Hobby. Ja, natürlich. Absolut. Wann kommt das auf den Markt? Das ist schon verfügbar. Also das heißt, das sind vielleicht bei den Etiketten noch letzte Schliffe zu machen, aber im Prinzip ist also, das Produkt verfügbar. Spricht nichts dagegen, das kommt jetzt dann auf den Markt direkt. Also, wer Cyanus hat, rot oder grün, guter Ansatz, gute Geschichte. Danke, dass du mich noch erinnert hast. Auch an die 60 Jahre, deswegen gibt es ja auch die Party heute Abend. Ich bin manchmal ein bisschen schwer von Kapisch. So, und den Energy Drink lassen wir jetzt schmecken. Also, bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.